Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen. Ich bin Babsi von Babsis Bastelwerkstatt und ich freue mich, dass ihr heute wieder dabei seid. Ich habe heute für euch eine ganz, ganz tolle Stanzform und habe mir da noch ein paar Sachen überlegt, die wir zusätzlich zu dem, was ihr hier seht, noch machen wollen. Und zwar habe ich mir die Kissenschachtel ausgesucht, die ist aus dem neuen Herbst-Winter-Katalog. Und da habe ich euch schon zweimal so eine kleine Verpackung gezeigt. Also als ich das Auspackvideo gemacht habe, ich habe das ja als Geschenk erhalten, diese Stanzform, und da habe ich euch das gezeigt und da habe ich euch einmal diese Verpackung hier in die Kamera gehalten, also so eine Verpackung mit Designerpapier, und diese Verpackung, das ist so eher so eine schicke Verpackung, und die ist verschlossen jetzt mit einem Magneten. Da kann man auch mal reinschauen, also da kriegt man dann doch ein bisschen was unter, so eine kleine Pillowbox. Ich sage euch ja gleich mal die Maße. Und jetzt habe ich noch zwei weitere gemacht. Einmal eine weihnachtliche mit so einem Weihnachtsstern, auch verschlossen mit dieser Schleife. Und diese hier, die werden wir aber noch weiter bearbeiten. Die hat wieder einen anderen Verschluss. Also vielleicht sieht man das hier ganz gut. Einmal ist hier so ein Deko-Verschluss eingearbeitet oder so ein Deko-Element. Hier ist so ein kleines löchriges Element eingearbeitet. Und hier das dritte Teil, das eben bei der Stanzform dabei ist, dass man das verschließen kann mit diesem Schleifchen, mit so Löchern. Das zeige ich euch auf jeden Fall heute im Video. Und ich habe dazu noch eine Idee, was man aus dieser Box noch machen kann. Und das zeige ich euch auch. Und dann noch eine Idee, also von dem her, ich hoffe, es gibt ein paar Ideen für euch. Und von der Größe her ist diese Box ungefähr 6,5 cm mal 5 cm. Ich habe jetzt leider gar nichts Süßes da, sonst könnte ich mal testen, aber ich glaube, so ein Gummibärchen passt auf jeden Fall rein. Und ist halt total süß, weil ihr das super als Tischdeko oder Tischgummi machen könnt. Ihr könnt natürlich noch Sprüche drauf machen oder von, für oder irgendwie sowas. Oder ja, oder einfach mal als Kleinigkeit eine Verkäuferin auf die Kasse legen. Die freut sich bestimmt total darüber oder so. Also da gibt es ja genügend Möglichkeiten, wie man die schön verschenken kann. Und ich wollte euch einfach zeigen, was aus dieser Box noch so rauszuholen ist oder was man noch machen kann. Denn, wie gesagt, zwei Ideen habe ich noch. Genau, also als erstes wollte ich euch mal die Stanzformen zeigen. Die nennen sich Kreative Kissenschachtel, haben diese Bestellnummer und da sind wirklich tolle Stanzformen dabei. Und zwar habt ihr einmal die Stanzform an sich, also das ist einfach nur eine große Form. Ihr müsst das nur einmal durchkurbeln. Das seht ihr gleich. Und dann hat man hier diese Elemente, die man einfügen kann. Also einmal dieses, ich sag's jetzt mal, löchrigeres Element. Das habt ihr bei dieser gelben Schachtel gesehen. Das könnt ihr einfach mit durchkurbeln. Das kann man hier oben so schön einsetzen. Und dann einfach einmal durchkurbeln. Genauso kann man das mit diesem hier machen. Das ist eben das gleiche System. Hat eben diese anderen Formen, die ihr bei dieser Schachtel ausseht. Und dann habt ihr noch dabei ein paar Etiketten. Zum Beispiel dieses hier, dieses ganz schmale, das ist auch sehr schön, das ist auch gestitcht, das habe ich schon mal ausgestanzt, damit ihr das auch seht. So sieht es aus. Und ihr habt auch diese schönen Blüten in zwei Größen dabei. Und zwar zwei kleine und zwei große und dann noch so ein Anhängerchen, wo man natürlich auch total schön unterbringen kann. Genau, und ich dachte mir, wir machen heute... Ah, und ein Teil fehlt noch. Das liegt hier schon irgendwo, das ist auch ganz wichtig. Und zwar dieses hier, das ist das mit diesen zwei Löchern, damit ihr da schon eine Schleife durchmachen könnt. Das könnt ihr euch auch einfach so durchkurbeln. Und vielleicht zeige ich euch am Ende des Videos noch, wie ich das gemacht habe. Genau. Wenn ihr neugierig seid und wissen wollt, bevor ich das Video zeige, was ich heute mit euch mache, ist, dass wir einmal eine kleine Handtasche daraus basteln. Die sieht so aus mit einem kleinen Henkel und einem schönen Spruch. Und einmal machen wir es in Hochformat mit den kleinen süßen Schildkröten. Vielleicht als Babygeschenk oder als Kindergeschenk mit ein bisschen Geld drin oder so. Ich finde die so süß, die Schildkröten. Bleibt dabei, wenn ihr sehen wollt, wie das Ganze funktioniert. Okay, und ich starte jetzt einfach mal mit dem Durchkurbeln der Grundbox. Und ich kurbel mir das jetzt zweimal aus einem gleichen Papier aus, weil ich da eben zwei Ideen mit euch mache und zeige euch das von Grund auf. Das heißt, ihr seht auch genau, wie man das mit dieser Lochstanze hier macht, weil das fand ich ganz interessant, oder ich weiß nicht, ob ich es genau so mache, wie man es machen muss, aber so wie ich es mache, zeige ich es euch jetzt einfach mal. Okay, also ihr habt ein Papier. Ich blende euch den Namen ein, ich weiß den nicht, also Tintenkunst, das ist dieses wunderschöne Papier mit dieser Goldfolierung teilweise drauf.
Und da habe ich mir dieses in diesem Grün, mit Grün, mit Gold ausgesucht. Das verwende ich jetzt einfach mal. Was ich noch an Papier verwende während des Videos, ist auf jeden Fall Grundweiß. Entweder den dicken oder den normalen, was ihr halt habt, zum Stempeln. Ja, wir stempeln auf jeden Fall auch was. Und genau, ich fange jetzt an mit dem Durchkurbeln. Das heißt, ich lege mir einfach meine Box einmal auf und mache mir hier oben diese Füllung rein, sozusagen, also dieses Element mit diesen beiden Löchern. Und so kurbel ich mir das jetzt einfach einmal durch und mache das Gleiche nochmal, nur ohne diese Löcher, weil ich noch eine andere Idee habe, genau. Und ihr könnt es natürlich auch mit Farbkarton machen, also ist ganz klar. Aber ich glaube, für meine Motive ist jetzt dieses Papier ganz cool. Müssen wir mal gucken. Genau, also das stanzt sich einfach so aus, dass hier zwei Löcher noch entstehen, dass man halt da so eine Orientierung hat. Was mir gerade eingefallen ist, man könnte es natürlich auch so machen, dass man, also es stanzt ja nur diese beiden Löcher. Ich kann euch zwei verschiedene Ideen zeigen, wie ihr das machen könnt. Entweder ihr würdet euch das jetzt mal auflegen, mal zusammenfalten. Also ich habe so gemacht, ich habe mir das die ganze Form einmal nachgeknickt. Aber ich habe jetzt noch eine weitere Idee, wie ihr das vielleicht auch noch machen könnt. Ich zeige euch einfach mal beide. Also es wird ein recht spontanes Video heute, das merkt ihr schon. weil ich die Sachen noch im Kopf habe und noch nicht ausprobiert habe. Und ich möchte euch einfach mehrere Ideen dazu geben, dass man die Box nicht nur so verwenden kann, wie ich sie euch jetzt gezeigt habe, sondern vielleicht auch noch mit zwei anderen Ideen. Also ich falte mir hier alle Linien einmal nach. Seht ihr das? Die sind alle schon so vorgefalzt. Könnt ihr natürlich auch mit einem Papierfalter machen. Und dann setze ich mir die Box einmal so zusammen. Also ich gucke dafür, dass diese beiden Öhrchen von dem unteren Element vorne sind und nicht hinten. Ihr könnt die natürlich auch nach innen bauen. Aber dann habt ihr hier vorne diese Kante und die möchte ich eigentlich nicht sehen. Sondern ich möchte, dass die Kante hinten ist, deswegen setze ich mir die Schachtel so zusammen. Und dann habe ich es so gemacht, dass ich mir diese beiden Punkte hier einfach mit einem Bleistift, ich habe es dann einmal verschlossen, und diese beiden Löcher habe ich mir einfach einmal angezeichnet. Also einfach einmal mit dem Bleistift schön nachfahren, dass man das sieht. Und jetzt habe ich hier, oh, ich weiß gar nicht, ob man es in der Kamera sieht, sieht man, wo man stanzen muss. Und ich habe es jetzt so gemacht, dass ich mir einfach eine Handstanze genommen habe und mir diese zwei Löcher ausgestanzt habe mit meiner Handstanze. Aber ich glaube, man müsste das ja eigentlich auch mit dieser Stanzform machen können. Und das testen wir jetzt einfach mal zusammen aus. Das heißt, ich lege mir meine Stanzform hier drauf, wo ich stanzen möchte, und kurbel mir das noch einmal durch. Und wenn ihr das befestigen wollt, wenn ihr euch nicht sicher seid, ob das hebt, nehmt euch einfach noch ein Post-it und klebt es nochmal drüber, damit es dann nicht verrutscht. Genau, und dann kurbel ich das nochmal durch und kurbel mir die Stanzform gleich nochmal extra aus. Okay, jetzt haben wir hier zwei Boxen, die machen wir gleich fertig. Also die benutze ich dann für die nächste Idee und die hat ja jetzt eben diese Löcher. Und jetzt mache ich es einfach so, dass ich mir den Papierfalter nochmal schnappe und mir einfach die Kanten nochmal ein bisschen schöner nachknicke. Und dann kann ich mir die Box schon mal einmal zusammenbauen. Aber ich wollte aus dieser Box eine kleine Tasche machen. Jetzt guck mal nur, ob das übereinander passt. Ja, das passt perfekt. Also wenn ihr euch das vorher einmal zurecht faltet und dann eben anzeichnet, dann könnt ihr das super so machen und braucht keine Handstanze dazu. Und könnt euch das einfach zweimal durchkurbeln. Und jetzt habe ich mir gedacht, würde ich da gerne eine Tasche draus machen. Also so eine kleine Handtasche oder so für Mädels. Und da habe ich mir schon was hergedichtet, aber ich zeige euch, wie das funktioniert. Also quasi einen Henkel. Und dazu habe ich einfach ein Stück von diesem Designerpapier auf 1 cm geschnitten. Und von der Länge, ich habe jetzt einfach das 12x12 Inch genommen. Also das hat jetzt 12 Inch von der Länge gehabt. Und habe mir das in der Länge nochmal zugeschnitten auf ungefähr 18 cm oder 17,5 cm. Habe mir das in der Mitte einmal gefalzt bei 0,5
Also ich zeige euch das jetzt einfach mal. Also ihr schneidet euch einfach einen Streifen in euren Designpapier mit 1 cm. Und dann legt ihr euch das so an, dass ihr rechts und links 0,5 cm habt. Dann könnt ihr das nämlich super auch einmal nachfalzen. So einmal falzen. Und dann knickt ihr euch das einfach in der Mitte zusammen und habt diesen Bogen schon mal. Dann habe ich einfach mit Flüssigkleber zusammengeklebt. Ganz wenig Flüssigkleber verwenden, dass euch das nirgendwo an der Seite rausbarzelt. Und dann habt ihr eben diesen Streifen. Wie gesagt, den habe ich jetzt schon vorbereitet und den ziehe ich mir einmal über mein Falzbein, dass der sich schon so schön biegt. Ihr könnt natürlich dieses Band auch dicker machen, also das ist Geschmackssache. Und den wollte ich jetzt hier einbauen. Und das müssen wir jetzt mal testen. Was ich noch als kleinen Tipp für euch habe, ihr könnt euch die Box natürlich zusammenkleben, dass die dann einfach so bleibt. Theoretisch aber könnte man auch nur vorne diesen Bänder reinmachen und der Beschenkte kann es dann komplett aufmachen. So wäre es jetzt bei dieser Box, also die könnte man jetzt komplett aufmachen, die habe ich jetzt nicht geklebt. Diese Box kleben wir jetzt, weil wir da einfach diesen Henkel noch mit reinmachen möchten. Und deswegen klebe ich die jetzt zu, also so, dass man sie komplett aufmachen kann durch die Schleifen, aber dass sie dann nicht komplett aufmachbar ist. Theoretisch bräuchtet ihr gar keinen Kleber dafür. Okay, und jetzt machen wir eben den Henkel da rein. Und gucken nur mal kurz von der Höhe nochmal, wo der ungefähr hin soll. Ich glaube, so richtig viel muss da gar nicht unten reingeklebt werden. So wäre es doch ganz nett. Vielleicht so ein Zentimeter oder so. Und dann mache ich es so, ich lege mir das jetzt so hin, dass meine Lasche oben ist. Und möchte mir den hier an die hinteren Seiten befestigen. Und dann nehme ich mir jetzt einfach ein Abreißklebeband und klebe mir das jetzt hier mal an. Zeige ich auch gleich, wie ich das mache. Na. Da ist jetzt ein bisschen, naja, das ist egal, das kann man auch reinlegen. Also hier oben ist die Lasche und auf diese beiden Öhrchen an der Seite habe ich jetzt den Kleber hingemacht. Und da werde ich jetzt meine beiden Henkelchen einkleben. Und ich mache das so, dass man den Kleber dann nirgendwo an der Seite raus sieht. Ich ziehe mir nur diese Schutzfolie ab und klebe mir jetzt hier meinen Henkel mal so an. So, und auf der anderen Seite auch. Und wie gesagt, das mache ich ungefähr augenmaßmäßig so 1 Zentimeter von der oberen Kante entfernt. Jetzt halte ich mir das mal so hin, ob das so klappt, wie ich mir das so vorstelle. Ja, also man könnte es noch ein bisschen weiter reinkleben vielleicht, dass es noch ein bisschen kürzer ist. Wichtig ist nur, dass sich die Box dann noch verschließt und das tut sie. Also der guckt da nicht übermäßig raus. Also ich versuche das nochmal ein bisschen abzutrennen und noch ein bisschen zu kürzen, ein bisschen weiter reinzukleben. Da sind es jetzt so vielleicht 1,5 cm bis zum Rand und bei der anderen auch so 1 cm. Das lasse ich, glaube ich, jetzt nochmal ganz kurz testen. Ja, so sieht es doch süß aus, oder? Vom Henkel ist nicht zu groß, nicht zu klein. Das passt. Und dann schnappe ich mir einfach nochmal ein bisschen Flüssigkleber und klebe mir diese Lasche hier. Mache ich nochmal komplett voller Kleber, wenn einer rauskommen möchte. Und klebe mir diese vordere Lasche dahin, auch über den Henkel drüber. Seht ihr das? Ich glaube, man sieht es ganz gut. Und jetzt einfach die vordere Lasche drüber kleben. Hier oben vielleicht nicht zu viel Kleber hin, weil da ist natürlich ein bisschen ein Abstand zu sonst. Weil die Taschenlasche oder der Taschengriff da oben noch ein bisschen rausschaut. So. Ich finde es wirklich sehr praktisch, wenn ihr mit Designerpapier arbeitet. Natürlich, wie gesagt, geht es auch mit Farbkarton. Dann ist die Box noch ein bisschen stabiler, aber ich finde, das Designerpapier hebt es auch sehr gut. Das finde ich auch total süß so. Genau. Nur ein bisschen halten, bis der Flüssigkleber angetrocknet ist. Und dann haben wir schon unsere Tasche soweit. Also das ist ja echt ein süßes kleines Teilchen, oder? Sieht irgendwie edel aus mit dem Papier. Okay, dann brauche ich irgendein Band. Ich glaube, weil wir ja so eine ganz elegante Tasche haben, schnappe ich mir mal das hier. Das könnte ich mir ganz gut vorstellen.
Oder ihr nehmt das gepunktete Band, das ist auch total süß. Ich glaube, das gibt es noch. Ich weiß gar nicht genau, ob es das noch gibt. Ja, ich schnappe mir jetzt mal dieses wellenförmige Spitzenband. So, das ist wahrscheinlich wieder zu kurz. Mal gucken. Da spare ich immer. Das ist total blöd. Warum mache ich das? Es fällt mir immer auf, wenn ich dann die Schleifen binden muss, dass ich zu wenig Material abgeschnitten habe. Gucken wir mal. Und da fädel ich mir das jetzt einfach hier durch diese beiden Löcher durch. Unten zuerst. Mache es mir ungefähr gleich lang. Und dann kann ich das somit verschließen. Jetzt, wenn ihr ein Goodie habt, rein damit. Ihr müsst es nicht nochmal aufmachen. Aber die Tasche ist natürlich jederzeit danach auch befüllbar. Wäre auch zum Beispiel total süß zum 18. Geburtstag für ein Mädel mit Kohle drin. So eine kleine Handtasche, oder? Also einfach ein bisschen Geld klein falten und dann da reinschenken. Das wäre auch süß. Könnt ihr mir gut vorstellen. Und da mache ich jetzt einfach ein Schleifchen oder einen Knoten hin. Ja, ihr seht es. Ich habe schon wieder zu kurz geschnitten. Wenn man zu kurz schneidet, heißt es immer fummeln. Es wäre mein bester Tipp für Schleifen. Jemand, der sich schwer tut mit Schleifenbinden, schneidet euch die Schleifenbänder nicht zu kurz. Dann gucken die danach vielleicht auch ein bisschen schöner aus. Naja, ich muss auch sagen, wenn ich das Video jetzt aufnehme, ist es noch ziemlich früh am Morgen. Ne? Und da darf man schon mal so eine komische Schleife machen. Ich kann die dann später noch schöner machen. Es geht ja ums Prinzip, damit ihr wisst, was ich so mache hier. Genau. Okay, bisschen angespitzt noch. Und die Handtasche an sich ist schon fertig. Könnt ihr natürlich jetzt so lassen, könnt ihr noch ein bisschen beglitzern. Das ist ja, kommt drauf an, wer das bekommt, für welchen Anlass. Man könnte auch diese Lasche hier oben, bevor man sie zusammenbindet, einfach noch einmal über einen Papierfalter ziehen, dass sie noch ein bisschen schönere Wölbung kriegt. Das habe ich bei den anderen gemacht. Ihr seht, hier ist so eine kleine Dulle. Aber ansonsten, wie gesagt, vielleicht noch ein paar Glitzis drauf, je nachdem, wer die bekommt. Hier unten noch ein schöner Spruch. Das können wir doch jetzt noch machen. Ich gucke mal, was ich habe. Ich nehme nämlich nachher sowieso noch die Chillkröten für die zweite Idee. Und dann nehme ich jetzt gleich den Spruch tollen Geburtstag raus. Hier unten ist die Bestellnummer für das Stempelset. Und was ich ja noch vorher euch schon gezeigt habe, ist dieses Etikett. Vielleicht können wir das gleich verwenden. Ich gucke mal, ob der passt, der Spruch, oder ob der doch zu groß ist. Das Etikett würde passen. Ich weiß nur nicht, ob mir das grundsätzlich nicht zu groß ist, weil ich ja eigentlich möchte, dass die Tasche im Vordergrund steht. Nee, ich glaube, das ist mir jetzt gerade zu groß. Ich glaube, ich schneide mir das dann so aus. Ich stempel mir das jetzt mal eben auf mit der Farbe Tannengrün. Ich glaube, das passt ganz gut vom, das ist die Bestellnummer, vom Farbton dazu. Was auch ganz toll wäre, wäre jetzt Gold embossen natürlich. Also das wäre jetzt noch so das Highlight, glaube ich. Aber ich wollte euch noch eine zweite Idee zeigen, deswegen spare ich da jetzt ein bisschen Zeit. Und das schneide ich mir jetzt einfach mit der Schere, mit der Hand einfach aus. Und da mache ich es jetzt noch so, dass ich mir das noch so ein bisschen wellig in Form biege. Und dann kann ich mir das hier unten drauf kleben. Das finde ich, glaube ich, ganz gut. Das ist nicht zu viel und nicht zu wenig. Dann nehme ich mir jetzt einfach so ein Mini-Dimensional. Boah, könnte knapp werden. Ich glaube aber, es passt. Und hier auch noch eins oder zwei, damit es dann so schön absteht. Jetzt auf die eine Seite mache ich einfach zwei übereinander. Wo diese tiefe Welle ist sozusagen. Und klebe mir das hier unten noch so drauf. Ja, ich finde das so eigentlich ganz süß. Ah, das sieht man jetzt hier ganz schön stark von oben. Wenn man das nur ein bisschen so vorbiegt, ist vielleicht besser. So.
Ach, das ist schon süß, oder? Also mit so einem kleinen Bändchen oben. Seht ihr das überhaupt? So kleine Handtasche. Finde ich eine ganz süße Sache. Ein kleiner Spruch. Nicht so aufdringlich, weil man soll, wie gesagt, sehen, dass das eine Tasche darstellt. Auf dem helleren Hintergrund seht ihr das dann besser. Genau, also das ist die erste Idee, die ich hatte, wo man, was man noch machen kann aus diesem kleinen Täschchen. Und jetzt machen wir gleich noch eine zweite. Dazu habe ich mir ja einfach das Ganze schon mal einmal noch mal ausgestanzt. Falls mir das jetzt einmal noch mal nach. Also wichtig, was ich gar nicht so richtig gezeigt habe am Anfang. Seht ihr diese Linien? Also ihr habt die Falzlinien für alles schon drauf. Hier ist auch noch mal eine. Theoretisch könntet ihr euch das auch immer zweimal durchkurbeln, gerade wenn ihr so dünnes Papier nehmt. Also dass ihr mit einer Stanzform zwei Schachteln ausstanzt, wenn ihr jetzt ganz viele machen müsstet. Aber dann finde ich, sind diese Linien immer nicht so schön zum Nachfalzen. Ich finde, wenn man das einzeln macht, dann hat man es danach mit diesem Nachfalzen von den Linien, gerade von diesen abgerundeten hier, hat man es leichter. Weil das versucht man ja schon genau zu machen, damit es schöne Ecken und Spitzen gibt hier. Dass man so eine richtig schöne Kissenschachtel hat. Und da tut man sich leichter, wenn man immer nur eine Grundform, sage ich jetzt mal, ausstanzt. Genau. So, also ich knicke mir jetzt alle nochmal schön nach. Und jetzt habe ich mir gedacht, können wir das Ganze ja auch doch mal in Hochkant gestalten, oder? Spricht ja eigentlich nichts dagegen, dass man so eine Hochkantbox auch mal macht. Wichtig ist immer, dass man sich überlegt, wie man das Ganze verschließt. Also ich habe es ja bei der Variante mit dem Magneten gemacht. Das heißt, ich habe mir innen rein den Magneten geklebt und habe mir dann hier unten in die Lasche den zweiten Gegenmagneten geklebt, dass man das dann so verschließen kann mit Magnet. Oder wie gesagt mit einer Schleife. Und das fand ich jetzt bei so einem Querformat auch ganz passend, dass man das super mit einer Schleife verschließen könnte. Bei Hochformat habt ihr die Möglichkeit, es so rum zu verschließen, dass die Schleife so außenrum geht. Oder ihr könntet das natürlich auch so machen, dass ihr die Schleife weiter nach oben setzt, die hier unten so rum geht. Aber dann sieht man halt von diesem schönen bestickten Rand nicht mehr so viel. Und das finde ich bei Quer eigentlich ganz cool, weil da könnte man ja einfach hier so eine Schleife rum machen und so machen wir das jetzt auch. Das heißt, ich mache einfach hier so ein Band außenrum. Irgendwas Goldenes wäre jetzt schön, aber ich habe, glaube ich, gar kein goldenes Band. Ich suche gerade. Ich nehme jetzt einfach, also Bänder, ich habe so viele Bänder, ich weiß immer gar nicht mehr, was im Sortiment ist. Ich nehme jetzt so ein Naturtonband. Diesmal schneide ich es mir länger. Das nennt sich geflochtenes Leinenband. Falls es noch im Sortiment ist, hätte es diese Nummer. Ich weiß es jetzt gar nicht, ehrlich gesagt. Da bei den Bändern, da bin ich immer nicht ganz aktuell. Und das würde ich mir dann so zumachen hier. Und ich brauche hier natürlich eine schöne, coole Deko. Und da habe ich mir gedacht, nehmen wir die Chillkröten. Da sind zwei Kröten dabei und ein kleines Vögelchen. Und vielleicht könnte man da was nehmen. Und dieser Spruch, schön, dass du da bist, der ist natürlich perfekt geeignet für ein Gastgeschenk oder für ein kleines Babygeschenk. Von dem her, ich glaube, das kann man super einbauen. Den nehme ich mir jetzt mal raus. Und bei den Kröten, da müssen wir ein bisschen gucken. Wenn wir das nämlich hochkant machen, sollte die Kröte. Wir machen mal beide Kröten. Und gucken dann nachher, welche wir nehmen. Für die große Kröte gibt es ja die Stanze dazu. Für die kleine nicht, da werden wir noch ein bisschen schnibbeln. Aber es gibt noch so einen kleinen Panzer. Eine kleine Partymütze gibt es noch, das Vögelchen gibt es noch. Also da habt ihr noch ganz viele süße Sachen, die ihr da mit drauf bauen könnt auf die Karte. Ich stempel das jetzt einfach ein bisschen alles so auf. Ich nehme jetzt die Farbe Memento dafür und koloriere mir das Ganze dann nachher mit Blends. Da lasse ich euch jetzt kurz Musik laufen beim Stempeln. Und dann sehen wir uns gleich oder hören uns gleich wieder. Thank you.
Kolorieren, habt ihr gesehen, habe ich jetzt noch 3 Blends genommen. Ich habe einmal genommen grüne Apfel für den Augenpunkt und dann einmal Elfenbein und Bronze für den Körper und die Füße sozusagen. Und bei den Blends macht euch immer die Stifte wieder ganz fest zu, damit die ja nicht austrocknen. Und dann sehen die kleinen Chillkröten so aus. Und den Spruch habe ich auch mal nochmal mit ausgeschnitten. Also wie gesagt, ich weiß ja noch nicht genau, wie ich das alles aufbaue, aber das sehen wir jetzt zusammen. Okay, ich glaube, jetzt habe ich auch alle Einzelteile. Und ich würde es bei der Verpackung auch so machen. Also jetzt mache ich es mal so, dass ich mir das hier vorne mal so über mein Falzband ein bisschen so ziehe, dass das schön gerollt ist und dass ich mir die Box, ich glaube, schon einmal komplett wieder zusammenklebe, dass man die dann an der Seite schön aufmachen kann, dass sie dann aber so bleibt. Und dafür klebe ich mir einfach wieder mit Flüssigkleber meine 2 Laschen wieder an die hintere Seite an, dass vorne wieder keine Schlitze sind. Und dann ist auch diese Box ganz schnell fertig. Ich finde es halt so toll, dass man das nur einmal, die Grundbox nur einmal auskoppeln muss. Man muss das nicht zweimal machen, sondern einfach nur einmal. Hat dann schon alles fertig von der Grundform und dann muss man nur noch dekorieren. Und das ist halt schon echt cool. So. Und dann mache ich die, kommt eigentlich jetzt das Goodie rein. Und dann verschließe ich mir die auch gleich mit einer Schleife. Hier muss ich fast einen Knoten unten reinmachen, ja, damit es ein bisschen einfacher geht. Kürzen. Ist jetzt auch nicht die schönste Schleife, gebe ich schon zu. Aber so ist das heute. Und dann kommen noch meine kleinen süßen Figürchen da drauf. Ich finde die so süß. Die sind echt super goldig. Und den Spruch vielleicht dann auch hier hin. Den forme ich mir jetzt auch noch so ein bisschen. Ich könnte mir den noch ein bisschen schöner schneiden an der Ecke. Das ist meine Schere. Ja, so gefällt mir besser. Und den klebe ich mir jetzt einfach mit so einem durchsichtigen Klebepunkt an. Und zwar hier drüben so ein bisschen auf den Verschluss, auf diese. Und die kleinen Schildkröten, die kommen, glaube ich, ganz erhaben darüber mit einem Dimensional. Mache ich eins auf den Kopf und eins auf den Körper. Gucken wir mal. Oder wir können den Kopf auch so ein bisschen nach oben stehen lassen. Ich mache da jetzt doch mal keinen Kleber drauf. Dass wir die auch noch so ein bisschen in Form bringen. Die kleine Schildi. Oh, so süß. Und die andere biegen wir so ein bisschen. Die kommen dann von da drüben angemarschiert. Genau, so machen wir das. Auch noch ein Dimensional, so ein Mini-Dimensional benutze ich da auch. So. Dann haben wir noch eine Verpackung im Hochkant. Seht ihr die süß? Und ihr könnt ihr dann einfach aufmachen und danach in diese Richtung befüllen oder am Ausleeren, je nachdem. Und derjenige, der sie bekommt, der muss sie quasi nicht kaputt machen oder kann sie sogar weiterverwenden oder so. Also das ist auch eine ganz, ganz süße Variante, finde ich. Ich hoffe, es kommt raus. Also es ist so eine kleine Pillowbox nach oben, die man eben mit diesem wunderschönen Wellenverschluss im Hintergrund da ganz toll verschließen kann. Was ich jetzt noch mache, ist einfach noch ein bisschen Glitzy auf die kleinen Schildis machen. Also so ein bisschen funkeln darf es. Auf diese Punkte mache ich das so ein bisschen, auch nicht komplett flächig. Mit dem Wink of Stella. Wer möchte, kann noch ein paar Glitzersteine verteilen oder so. Ich finde es jetzt so sehr, sehr süß. Ich habe jetzt hier das volle Chaos. Aber ich glaube, ich schaffe es, dass ich euch alle nochmal schnell reinlege. Ich wollte jetzt nur ganz kurz in den Hintergrund irgendein weißes Papier legen, damit ihr diese Tasche besser seht. Sieht man so schön. Also, ihr habt jetzt einmal die Idee mit der Tasche. Ja, noch ein bisschen raus. Die Idee mit Hochkant. Eine
eine Idee mit dem Verschluss so rum, so verschlossen, mit weihnachtlicher Deko. Also ihr könnt die natürlich super auch an den Weihnachtstisch legen. Dann haben wir einmal eine herbstlichere Verpackung, sage ich mal, auch mit dem Verschluss in diese Richtung und mit diesen mehrlöchrigen. Eine Verpackung mit Magnetverschluss. Mein Magnet hebt ein bisschen schlecht, oder mit dem Verschluss in diese Richtung und mit dieser gewellten Einarbeitung. Und dann einfach noch eine mit dem Verschluss, mit den Schleifchen, ganz einfach mit einem kleinen Schmetterling. Und wie gesagt, das Tolle ist halt einfach, dass ihr die Verpackung nicht aufmachen müsst oder nicht kaputt machen müsst, sondern ihr könnt die wiederverwenden und habt dann hier noch ein paar Ideen dazu. Müsst ihr also nicht kaputt machen, wenn ihr die verschenkt oder öffnet. Okay, ihr Lieben, ich hoffe, euch hat das Video gut gefallen und ihr könnt da draus was mitnehmen und habt vielleicht noch die eine oder andere Idee bekommen, die noch ganz witzig wäre. Gerade die Tasche zum Beispiel, wie gesagt, für so ein Mädel zum 18. Warum nicht? Das wäre doch total süß. Und eben auch mal im Hochformat, also das kann man durchaus gerne machen. Und man kann es eben wirklich schön auch verzieren. Die sind jetzt vielleicht ein bisschen dezenter gehalten, aber ihr könnt da natürlich noch alles draufbauen, was ihr noch so habt und was ihr noch so machen möchtet. Und ihr könnt es, wie gesagt, in Farbkarton oder mit Designerpapier super gestalten. Ich wünsche euch jetzt ganz viel Spaß beim Nachbasteln. Ich freue mich, dass ihr zugeschaut habt. Vielen Dank dafür. Und wenn es euch gut gefallen hat, dann könnt ihr mir gerne einen Daumen nach oben geben. Und wenn es euch richtig gut gefallen hat und ihr gerne mehr von meinen Videos sehen wollt, dann abonniert gerne den Kanal, drückt dabei auf diese Glocke und dann werdet ihr immer kostenlos informiert, wenn ich ein neues Video hochlade. Bis zum nächsten Mal, kreativiert was Neues und ich freue mich auf euch. Macht's gut, tschüss!